Pokémon. Schild, Zauberlock, geschah. Der Protagonist machte sich auf den Weg in die Gala-Region und hat sich als Mädchen verkleidet, damit er sich selber simpen kann. Und das Mädchen ist hot, nur an der Stelle. Auf jeden Fall ging er nach Presbury und traf den arroganten Champ. Und nachdem er den arroganten Champ getroffen hat, traf er den nervigen Hop. Zusammen haben die ein neues Pokémon bekommen und sind durch weitere unnötige Dialoge geskippt. In einem harten Kampf gegen Hop hat es die Protagonisten geschafft, seine Ehre zu nehmen. Am Ende hat er einen Cliffhanger eingebaut, damit sich Leute diesen Part geben. Und zwar ist das wundervolle Wolli durch einen Zaun gerattert und ist jetzt im gefährlichen Yo Olli Park. Und damit willkommen zurück in Pokémon Schild. Die Nuzlocke hat noch nicht offiziell begonnen, aber wir gehen jetzt in den gefährlichen Yo Olli Park. Hop wartet extra noch, falls Yo Olli mich jetzt angreift. Ich hoffe mal, Yo Olli wird uns hier nicht finden. Okay. Die Musik ist schon mal friedlich. Es ist noch keine Yo Olli Musik. Oder King Olli Musik oder Young Alpha Musik. Hallo, Wolli! Junge Hop, du wächst die Yo Ollis auf. Oh, kacke, ey, ich bin so lost. Oh mein Gott, das ist so riskant, was wir hier tun. Oh Mann. Und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Das ist der Nebel von Chloroform von Yo Olli. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ja, wir haben wirklich ein Problem. Okay, wir sollten mal dem Gras ausweichen. Yo Olli! Nicht Raffel, sondern Yo Olli! Oh je, Leute. Das ist, wir müssen mal hier kurz aufräumen. Yo Olli, geh mir aus den Augen! Glutattacke Simpa! Falls ihr euch fragt, warum wir noch den Starter haben, das hat ganz einfach den Grund, weil wir noch nicht in der Lage sind, Pokémon per Zaubertausch wegzutraden. Deswegen muss ich noch mit unserem Starter kämpfen. Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich die Pokémon richtig tauschen können. In der Zeit müssen wir halt immer mit diesem Pokémon hier kämpfen. Also das Tutorial kann man leider nicht skippen. Ich finde es so lame, dass man den Wundertausch erst später bekommt oder Zaubertausch. Das ist das Dümmste, was es gibt. Warum, Game Freak? Warum? Warum macht ihr es mir so schwer? Okay, wir laufen hier durch. Ich hoffe, hier kommt kein King Olli. King Olli! Oh je. Also King Olli ist ein Vogel. Ja, der hat auch einen Vogel. Ich bin deutscher Lyriker. Das war der beste Diss-Track überhaupt. Aber wir gehen jetzt auf Glut und machen dieses wundervolle Mikro weg. Ich hoffe, es wird nicht mehr existieren und wird sein Leben beenden nach diesem Kampf. Außer wir beenden das Leben von King Olli. Okay, wir gehen weiterhin auf Glut und dann ist es weg. So schnell weg wie der Schmerz. Okay, Mikro ist weg. Nice. Wir brauchen nicht mehr lange und dann sind wir... haben wir hoffentlich dieses Wolli gefunden. By the way! Habt ihr das gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Nein! Das war kein Pokémon-Ruf! Das macht mir Angst. Und dieses Gras sieht so geil aus. Ich hab so einen Crush auf das Gras. Maschallah, einfach die Hübsche. Ich simpe das Gras mehr als die Pokémon-Trainerin. Young Alpha! Oh, kacke. Okay, was kann ich machen? Ich gehe auf Glut. Mit der Glut-Attacke ist Raffel weg. Dann haben wir hoffentlich 50% weggezogen und ich spreche gerade zur Hälfte Englisch. Ich weiß nicht warum. Aber Young Alpha senkt unsere Verteidigung. Das ist schlecht. Ich gehe weiterhin auf Glut. Glut kommt, trifft. Routenschlag kommt. Wunderschöne Animation, Kapi. Aber die Tackle- und Glut-Animation ist nice. Okay, wir gehen jetzt auf Tackle und katapultieren Young Alpha in die andere Dimension. So, weg mit dir. Schöner Shooting Star. Okay. Man hat's schon wieder gehört. Wir haben jetzt Yo Olli, King Olli und Young Alpha gesehen. Wer wartet denn da noch? Oh mein Gott, ich mach mir Sorgen um das Wolli. Gut, ich mach mir Sorgen um mein Leben und um das Girl. Oh mein Gott, er hat einfach Selbstmord gemacht. Leute, das ist nicht gut. Oh, was passiert hier?
Oh mein Gott. Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Was ist hier? Hallo? Keine Antwort. Was ist das? Oh mein Gott! Ich hab Gänsehaut. Das ist nicht Young Alpha. Das ist Old Alpha. Auf Level Fragezeichen. Okay, wir gehen auf Deckel. Weg mit dem Biest. Und die Musik gibt mir direkt Gänsehaut. Was? Was ist mit Old Alpha los? Oh mein Gott. Was soll das, ey? Das war ja völlig wirkungslos. Bruder Hopp, bring ein Pokémon raus. Und die Musik, Leute. Die ist so schön. Okay, Glut auf Old Alpha. Das hat nichts gemacht. Hä, was passiert hier? Ich sehe nichts mehr. Okay, der Nebel hat zugenommen. Ach man, ich sehe nichts mehr. Alles gut bei dir? Das ist doch Chloroform. Los, Simpa. Glut. Verbrenn das Chloroform. Oh, es funktioniert nicht. Nein, ich sehe nichts mehr. Hä, was ist hier los? Ich sehe überhaupt nichts. Und ich liebe es, wie die Musik dumpf wird. Oh, das Spiel hat am Anfang so geile Details. Man sieht auch, wie Hopp zu Hopplut zu einem zurückkommt. Ah! Die Detailverliebtheit am Anfang des Spiels, legendär. Oh mein Gott, was ist passiert? Nein! Old Alpha, was hast du gemacht? Was hast du mit uns beiden gemacht, du Keck? Hopp! Paya, was ist passiert? Sag nicht, das ist Young Alpha. Nein, das war nicht Young Alpha, Dillian. Das war Old Alpha, der uns angegriffen hat. Wie hast du uns gefunden? Du verläufst dich doch immer. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ich habe so einen komischen Löwen gesehen. Das hat mir so wahnsinnige Sorgen gemacht. Oh, da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Ich hatte sich im Wald verlaufen. Ah, das Wally? Es lebt da noch. So ein Spaten, ey. Wegen dem hätte er dieses komische Young Alpha Ding euch beinahe zerlegt. Ich hab's nicht erkannt, was das war. Aber der ist richtig nah an euch rangekommen. Aber der Flammensturm hat oder Feuersturm hat euch befreit. Nun, es war eine Rettungsaktion. Aber diesen Wald darf man nicht betreten. Ihr seid einfach nur lost. Nun, aber ihr habt eine Menge Mut bewiesen. Das muss man euch lassen, ihr Keks. Oh, zum Glück ist alles nochmal gut aus. Boah, ich frag mich, wer das war. Ich sag immer noch, das ist Old Alpha. Old Alpha? Meinst du so eine Weiterentwicklung? Ja, Mann. Du hast es erfasst, du Lost Kid. Ey, Mann, warum frontest du mich immer? Mann, ey. Naja, gut, Ende gut, alles gut. In der Tat. Welches abgefahrene Pokémon? Das war kein Pokémon. Mann, du hättest das halt sehen sollen, Dillian. Es hatte so eine krasse Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Boah, krass. Aber davon habe ich noch nie was gehört. War das überhaupt ein Pokémon? Ey, kein Plan, ey. Ich laber nur Kacke, um mich bei dir einzuschleimen. Okay, keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Ehre. Mann, Alter. Das war geil. Wir haben ja richtig... so ein richtig geiles Pokémon gesehen. Bro, das war kein Pokémon, das war Old Alpha. Bevor wir nach Pressbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid geben, dass beinahe so ein komisches Pokémon uns getötet hätte oder ähnliches. Ja, ich glaube, Old Alpha hatte andere Pläne mit uns. Oh, Hopp regt mich so hardcore auf. Ich bin gerade um 5 Jahre wegen diesem Jungen gealtert. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele graue Haare ich haben werde am Ende des Let's Plays. Wegen Hopp. Allein wegen Hopp. Und was will die jetzt? Oh, das ist ja mal ein süßes Hopplot. Du willst das wirklich weggeben? Ja. Oh, schade. Ihr wollt nach Pressbury, okay. Und danach willst du eine Weltreise machen. Viel Spaß wünsche ich dir. Hier noch, nimm noch Taschengeld und kauf dir Tränke. Ciao. Ja, Bruder, ich brauche keine Tränke. Ich mein's ernst. By the way, ich werde an wichtigen Stellen der Story richtige Dialoge vorlesen.
und an losten Stellen der Story, weil die Story in dem Spiel leider Trash ist, einfach nur Schmutzdialoge machen. Ich hoffe, es geht für euch in Ordnung. Schreibt es gerne in die Kommentare und so rein. Oh nein. Willst du mich für blöd verkaufen oder warum stehst du hier? Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zum Titel des Champs. Ich werde mit meinem Chimpep trainieren. Und das ist das Pokémon-Labor. Junge, das Pokémon-Labor juckt mich aber nicht. Und warum sind jetzt 500 Wollies in dem Gras? Habe ich Pokebälle? Ich hoffe mal schon. Und wisst ihr, was ich an dem Spiel mag? Dass die Pokémon auf der Overworld laufen. Das ist so nice. Ich hoffe, das bleibt jetzt in jedem Pokémon-Spiel so. Das war das Beste, was man in Schwert und Schild einführen hätte können. Oh ja, und noch eine Regel. Wenn wir Shinies bekommen, die dürfen wir immer behalten. Shinies werde ich nicht wegtraden. Das habe ich vergessen zu sagen im letzten Part. Ist mir gerade eingefallen. Okay, haben wir Pokebälle? Ja, wir haben Pokebälle. Also, Wolli, du bist weiblich, wir zünden dein Fell an und danach kommst du mit uns ins Team. Stellt euch vor, Pokémon wäre so komplett realistisch und man sieht jetzt so, wie dieses Schaf brennt. So richtig in Feuer. Wie traurig würde es aussehen? Also ich mag Wolli, es ist ein süßes Pokémon. Und es bewegt sich auch kaum. Ich hätte es gerne als Haustier. Ich mein's ernst, es ist auch so süß. Okay, Pokéball kommt. Wir fangen unser wundervolles Wolli und Shinies dürfen wir immer fangen, nur zur Info. Und wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Geil. Und wir erreichen Level 8. Nice. Mit Ruxukip. Ebenfalls nice. Darf ich euch vorstellen, Cutie ist jetzt in unserem Team für eine kurze Zeit, bis wir die Zaubertauschfunktion haben. Nein. Ausweichen. Geil, wir haben zwei Paraheiler bekommen. Ebenfalls ziemlich nice. Okay, lass uns zurück nach Pressbury gehen. Und da wartet schon Glurak auf uns. Kann ich hier bitte durch? Ja! Kann ich in die Boutique gehen? Okay, Pokémon Center ist gesperrt. Diese Leute da reden. Und ich kann in die Boutique gehen. Erstmal uns umstylen. Wir müssen hot aussehen. Dann haben wir mehr Sims auf unserer Seite. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmten? Okay, ich schaue mich mal etwas um. Modepaya macht das Girl schöner! Leute, darf ich euch vorstellen? Unser neuer Style. Zack. Komplett neu. Passend zu unserer Haarfarbe. Ich bin einfach modebewusst. Es sollte Modedesigner werden. Ein Rock, eine Kapuzenjacke, ein T-Shirt. Halt so Sommerkleidung. Denn wir haben ja jetzt Spätsommer, wobei wir haben jetzt schon Herbst. Also let's go. Aber das passt auch hier zur Region. Ich meine, weiß ist so eine Farbe, für mich so eine Farbe des Lichts und der Hoffnung. Deswegen haben wir die weiße Farbe angezogen, falls die Nuzlocke untergehen sollte. Wenn viele Pokémon sterben, werde ich mich komplett schwarz machen. Weil schwarz ja zumindest hier in diesem Ort, wo ich lebe, für Tod und so weiter steht. Boah, Alter, du siehst ja richtig hot aus. Alter, dieser Rock ist ja noch kleiner. Delian, ich bin 11. FBI, lass mich in Ruhe. Sorry. Geh ins Labor bitte. Und ja, komm, lass uns einfach reingehen, zusammen. Irgendwann wird dieser Typ noch komplett eskalieren. Und dann werde ich ihn so hardcore wegslashen im Champ-Kampf. Boah, so viele geile Bücher. Ich hoffe, du hast dann auch interessante Bücher für mich. Du machst mir langsam Angst. Oh, wie cute! Ein Fifi! Hallo Fifi! Wie geht's dir? Oh, du bist ja unfreundlich. Ach, Delian, was für dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon ist, oder was? Och Mann, ich hab keine Zeit für sowas. Oh, die ist arrogant. Ich mag dich nicht. Aber du bist hot. Oh, hallo Fifi. Na, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer wieder an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Fifi. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Das liegt einfach daran, weil mein Kopf die ganze Zeit dein Gesicht vor Augen hat. Bro, das war der schlechteste Anmachspruch ever.
Ja, okay. Und so stellst du mich vor? Überhaupt nicht, sondern achtest nur auf 11-jährige Kinder? Du bist ja genauso wie Holly. Hey Mann, und ich hab dir so hardcore aus der Patsche geholfen. Was bist du für einer? Beachte mich! Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mal wieder alles hier zu ernst. Ich mach das hier gerade auf Spaßbasis. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber weiter im Text. Das ist Bayer, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihr ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Bro, ich bin Champ! Aber das checkst du nicht. Und jetzt geht der noch, ohne sich zu verabschieden. Der regt mich auf. Ich hasse den. Ich auch. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Komplett lost, der Junge. Wie ist der Champ geworden? Ah, stimmt, indem er gecheatet hat. Und mich hintergangen hat. Ich hasse den Mann. Brrr. Oh, ein Smart Tom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Dilian natürlich. Ah, jetzt sag mal, kennst du deine Pokémon? Ich bin ein Profi, Alter. Boah, krass, ey. Dann kann ich dir ja den Pokédex Instant geben. Ohne dir ja alles zu erklären. Und das ist ehrenvoll. Denn man kann einfach in dem Game Tutorials skippen. Endlich. Nach wie vielen Jahren? Wann kam das Spiel raus? Nach 23 Jahren Pokémon. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Ich hab dich gesehen, wie du ins Labor gegangen bist und ich hab hier einen Trank für dich. Danke, Mann. Ehre. Oh, danke, dass du Danke sagst. Normalerweise kriege ich immer eine auf die Fresse. Aber du sagst Danke. Ich mag dich. Und du musst wissen, Wissen ist Macht. Bist du hier Onkel Iro oder was? Aber Ehrenmann, ich küsse dich. Mua. Kriegst einen Kuss auf die... auf die Backe. Oh, Sani hat den Pokédex auf deinem Smart Home installiert, hä? Soll ich dich noch weiter nerven? Nein. Okay, let's go. Lass uns ins Pokémon Center gehen. Ich möchte aber nicht dort reingehen. Komm, werf mir einen Blick hinein. Warum bist du an jeder Ecke dieses... Ich krieg einen Herzinfarkt wegen dir. Und? Nerv ich dich? Halt dein Maul! Okay. Okay. Wie viele Meter können wir laufen, bis er wieder in unsere Fresse kommt? Und ich find's schade, dass man in Pokémon Schwert und Schild so viele Sachen hier sehen kann, aber nirgendwo hingehen kann. Das ist alles, was man hier sieht. Alles gesperrt für uns. Außer die Villa dort hinten. Aber das dahinter auch. Stellt euch vor, man könnte jeden einzelnen Berg erkunden. Das wäre legendär. Aber leider Gottes geht es nicht. Und hier das größte Pluspunkt an dem Spiel. Es gibt eine geile Treppenanimation. In so vielen, also an allen Stellen ist die Kacke. Aber in so vielen Spielen sieht es so scheiße aus, wenn die Charaktere Treppen steigen oder runtergehen. Hier sieht es einfach nur geil aus. Danke, Game Freak. Eine gute Sache, muss man hier an der Stelle sagen. Aber gleichzeitig muss man kritisieren, wo zum Geier ist hier ein Berg oder ein Haus in der Wasserspiegelung? Die Spiegelung ist lost. Und was willst du jetzt? Ey, Paya! Halt dein Maul! Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Ey, 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 ich erklär's dir, denn ich bin der Master Sim. Einer ist schlimmer als der andere, kann das sein? Wer ein Pokédex will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Ich möchte ihn aber nicht filmen. Ich will einfach nur dein Cape haben und deine Ehre nehmen. Oh, Dilian. Oh, wie ich sehe, bist du etwas toxisch, Paya. Nun, die Pokébälle habt ihr bestimmt meine Mutter geschenkt. Meine Mutter, nicht deine. Wir sind keine Geschwister, auch wenn du es dir wünschen würdest. Hier habt ihr ein paar Pokebälle. Versprich mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. In der Gegend, ja, halt deine Klappe.
Ehre! Fang-Tutorial geskippt! Und jetzt geh mir aus den Augen, bitte! Ciao! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wartet's nur ab! Ich werde 0, nichts krass sein. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir in der Naturzone sind. Ich freue mich jetzt schon. Und wir nehmen hier keinen Encounter mit. Oder noch keinen. Ich versuche so schnell wie möglich hier durchzukommen. Ich möchte hier keine Tutorials mehr haben. Ja, ich weiß, dass dort ein Trainer ist. Dann lass mich doch den Trainer hier zerlegen. Okay, machen wir den Trainerkampf, dann ist der Part vorbei. Und das nächste Mal kriegen wir Freiheit. Und dann beginnt die Nuzlocke richtig. Knips, Timmy fordert uns heraus. Raffel kommt rein. Und war dort hinten ein Shiny? Wobei man die ja nicht auf der Overworld erkennen kann. Aber wenn es ein Shiny ist, dann muss es los. Das wäre zu krass. Also wenn man die jetzt aus irgendeinem Grund auf der Overworld erkennen würde. Also das würde alles sprengen. Aber das haben die leider nicht gemacht in dem Game. Ich verstehe nicht warum. Das würde das Shiny Hunten so geil machen. Aber da kann man leider nichts machen. Gehen wir weiterhin auf Tackle. Und nehmen das Raffelhops. Und wir haben unsere Pokémon noch gar nicht geheilt. Aber müssen wir auch nicht. Raffel ist by the way auch ein ziemlich schönes Pokémon, muss ich hier sagen. Und die Trainermusik. Hört sie euch mal an. Die ist genauso hot wie unsere Trainerin. Muss ich auch sagen. Also die ersten paar Sekunden, also so ab Sekunde 20, fühle ich. Jetzt denken sich Leute, Paya beste Beschreibung. Also jetzt. Hört mal hin. Sorry, kurzer Freakout. Boah, Alter, du bist ja noch hot und noch geisteskrank. Okay, ich will nichts mehr von dir. Dankeschön. Oh nein, das ist kein Shiny. Schade. Ein Shiny wäre geil gewesen. Okay. Ich schätze mal, das war's mit dem zweiten Part von Pokémon Schild. Das nächste Mal werden wir... Oh, ein hottes Girl. Das nächste Mal werden wir gegen dieses wunderschöne Girl dort kämpfen. Und dann werden wir in die Naturzone gehen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao!